Und das ging ja fix. Die Waffe bekommen. Mega cool, Alter Wunki. Jetzt fehlen dir noch 6 Sachen oder so. Kann es sein? So, jetzt spielen wir Grandia HD Collection, wo Grandia 1 und 2 drin Game ist. Art. Auf der Nintendo Switch. Mega cooles Spiel. Originalspiel kam 1997 raus, also ist schon 22 Jahre alt. Aber das sieht man dem Spiel nicht unbedingt an. Es ist teilweise echt ein grandioses Spiel. Die Waffe vom Geist, ja, wahrscheinlich. Oder von der Hack. Hedge. Hedge? Nennt man das? Sagt man das so? 14 Stunden haben wir schon. 14,5 Stunden. Okay. Wir sind auf der anderen Seite der Mauer. Ich erinnere mich. Was für Gegenstände haben wir? Was ist das denn? Eine Blockaktion eines Freundes. Bei Kranja bin ich leider raus. Alles klar, die Mandarine. Liebe geht raus, danke fürs Zuschauen und wir werden auf jeden Fall demnächst wieder Dead by Daylight spielen. Ich wünsche eine gute Nacht. Schönes Wochenende. Bis denn. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Wiederbeleben. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir lassen das so, wie es ist. Und wir suchen jetzt Sue. Wir suchen jetzt einfach mal Sue. Das ist bei euch auch so laut? Ich glaube, das ist okay. So, mal gucken, ob wir Sue finden. Sie müsste ja theoretisch hier irgendwo sein. Man sieht gar nichts. Man sieht absolut gar nichts. Lautstärke, okay. Alles klar, danke. Ich versuch mal Feuer. Oh, Flame Burnham! Okay, den zweiten Monitor, man nimmt. Habe ich's. Okay. Mit ihm leveln wir Schwert. Ganz wichtig. Oh. Okay, und Schwert macht hier scheinbar richtig viel Schaden. Erfahrungspunkte sind jetzt nicht so krass. Aber Schwert ist hier nicht schlecht. Schwert ist hier nicht schlecht. Ah, ich hätte auf den Mittleren gehen sollen. Der Mittlere hätte Schaden überall gemacht. Heißt, ich muss immer Erde machen und Wasser, aber das ist so, oh, das dauert so lange, Christian. Was wir machen könnten ist, außerhalb des Kampfes können wir doch auch Wasser benutzen. Wasser ist Level 1. Wenn wir außerhalb des Kampfes Wasser benutzen, leveln wir doch auch Wasser, richtig? Leveln wir dann auch Wasser? So habe ich mir das
gestern gemerkt. Ich hoffe, es ist richtig. Außerhalb des Kampfes können wir auch leveln. Korrigier mich, wenn es falsch ist. Oh mein Gott. Voll nice, nach dem Kamm kannst du einfach durch Monster gehen, weil du so blinkst. Wow. Aber zurück kommen wir trotzdem nicht mehr. Christian, kann ich außerhalb des Kampfes auch Mana leveln? Welches Level muss Erde sein? Welches Level muss Erde sein, Christian? Hier leveln wir mit ihr noch ein bisschen Feuerstein. Ich glaube, beide Waffen müssen noch hoch. Das Schwert muss noch hoch, um diese Schwertfeuerattacke zu kriegen. Ich gehe mal hier eben kurz noch gucken. Okay, hier ist der Heilpunkt. Das heißt, wir haben hier alles auf jeden Fall gefunden. Dann geht es tatsächlich jetzt nur noch hier oben lang. Nicht hier. Und immer zu Beginn graben oder beben. Ja, alles klar, weil ich will halt nicht immer graben, weil das einfach so langweilig ist, weißt du? Der Kampf ist irgendwie langweilig, wenn nichts passiert. Ich will da lieber durchrushen und dann einfach kurz raufhauen und fertig. Erde muss auf 12 sein und Wasser auf 10. Das dauert ja ewig. Das dauert ja noch ewig. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht vergiftet. Ich bin vergiftet. Not bad, eh? Okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Oh, diesen Giftstatus werden wir hier nicht mehr los. Nur noch Level 1 und Level 4. Aber was brauchen wir? Hier Spitzattacken. Wir brauchen Schwert auf 12. Wir haben Schwert auf 6. Herzlich willkommen, Jarell. Und ja, schön, dass du hier bist, Jarell. Wie geht's dir? Mal sehen, ob es dem Teufel auf der anderen Seite auch noch trifft. Nee,
Silvester. Bist du wieder in der kompletten Fortnite-Sucht? Sorry. Passiert, dass es dir so gut geht? Ist irgendwas Positives passiert oder ist einfach, gibt's einfach gerade nichts, worüber man sich aufregen kann? Ist das Gegengift? Hat nichts, was ich spielen kann. Nein. Oh. Das Brennen ist auf Maximum. Fortnite macht wieder Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch wieder mit Fortnite angefangen, Jarell. Ich habe auch wieder angefangen. Es wird zwar nicht mehr so wie früher werden, dass ich dann irgendwie so mega krass im Hype bin, aber so hin und wieder spiele ich es jetzt auch wieder. Jetzt mal hier oben lang. Warte. Komme ich von hier? Laufe ich gerade den Weg zurück? Nein, ich laufe nicht den Weg zurück. Ich habe eine Freundin, ob die cool ist, ob ihr euch kennengelernt. Über Fortnite? Oder Schule? Oder Internet? Discord? Das ist immer ganz interessant, finde ich. So, Flammenblut sollte das jetzt auf jeden Fall zerstören. Oh, Flame Burnham! Fetzers Gaming Club rated mit 4 Leuten. Herzlich willkommen, Fetzers Gaming Club. Biosorx, wunderschönen guten Abend. Schade, dass du bei uns nicht Dead by Daylight mitgespielt hast. Was habt ihr Schönes gespielt? Ratchet und Clank, oha. Ich muss nochmal ein SO machen. Guck mal, der Bot macht ja so ein halbes SO. Vielen Dank für den Raid an der Stelle. Wir machen jetzt noch ein SO mit Bild oben. Check out. Galaxy ist halt schon aber fail. Ich meine, das ist ein richtig altes Clip. Ohne Greenscreen. Aber ey, ich bin auch immer so hin und weg, ne? Ohne das Witz. Okay? Ja, kann man. Dieser Clip ohne Greenscreen sieht echt gut aus. Und ich wüsste jetzt, ich wäre mir jetzt total unsicher, was besser ist. Ist es besser jetzt mit Greenscreen? Ist es besser ohne Greenscreen? Ich finde das tatsächlich sogar besser als mit Greenscreen. Habe vorhin nur für 30 Minuten DVD gespielt. Ah, okay. Fernbeziehungen sehen uns immer am Wochenende und Ferien. Seht ihr euch jedes Wochenende oder nicht jedes, sondern so eher so jedes zweite, dritte? Ich kann mir vorstellen, jedes Wochenende ist schwierig, oder? Das kommt auch mal auf. Ja, das kommt tatsächlich immer auf das jeweilige Game an. Aber ganz ehrlich, ich fand das gerade irgendwie besser als Greenscreen. Mir ist es auch immer so, ich kann mich auch immer nicht so entscheiden. Mit Greenscreen, ohne Greenscreen. Ohne Greenscreen ist irgendwie auch cool. Kommt drauf an. Also Story-Spiele will man mit Greenscreen, ne? Wobei der Regenbogen cool ist. Ja, aber den sieht man immer nicht so gut, finde ich. Ich finde, der Regenbogen, der kommt immer nicht so richtig zur Geltung.
Pferd-Level auch mega gut. Habt ihr das neue Ratchet & Clank gespielt, Fetzer? Not bad, eh? Das PlayStation 5 Ratchet & Clank oder ist das das alte Ratchet & Clank, was bei der Spielesammlung dabei war? Es gibt ja mittlerweile auch mehrere Ratchet & Clanks, ne? 2 oder 3? Oder noch mehr? Ich weiß gar nicht. Und wie weit seid ihr gekommen? Das Spiel soll ja auch relativ schwer sein, ne? Gar nicht mal so einfach. Wenn du Kram auf Max hast, ist er vielleicht schon auf 1. Auf 1 wie? Also, bei mir ist... Er hat auf 1. Was eben bei den Gipsy Zaps dabei, hast immer Glück. Oh, vielen Dank, habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich ja selber stream. Wer hat mir denn den Zap geschenkt, Fetzer? Da ist ja eine richtige Zap-Bombe geplatzt bei dir dann, oder? Oh, und ich habe es nicht mitbekommen. Tut mir leid. Bei wem muss ich mich bedanken? Bei Charlie. Vielen, vielen lieben Dank, Charlie. Ja, ist blöd, jetzt sich hier zu bedanken, wenn sie gar nicht hier ist. Aber auf Discord ist sie auch nicht mehr. Ne? Discord ist sie auch nicht. Das neue Ratchet ist nicht so leicht, aber sehr gut. Ah, okay, du hast das neue gespielt. Not bad, eh? Oh, hier oben liegt was. Komme ich hier weiter? Oh, ich hatte gehofft, dass ich hier durchkomme. Ich hatte es damals abgebrochen und auf Wunsch neu angefangen. Oh. Und bist du jetzt weitergekommen als damals? Oder, ist es... Bist du noch nicht weiter als damals? Wo ist die Kleine hin? Die sind wir gerade am suchen, Minky. Wir sind, über die Mauer rübergeklettert und sind dann auf der anderen Seite runtergefallen. Und jetzt suchen wir sie. Sie ist verschwunden. Und... Spielst du den gleichen Schwierigkeitsgrad wie damals, Fetzer, oder hast du eins runtergeschaltet? Wahrscheinlich runtergeschaltet, oder? Wahrscheinlich runtergeschaltet. Deutlich weiter und das macht mega Spaß. What a stench. Ich erinnere mich echt an so wenig von dem Game. Hm. Ey, ich hab's halt nie gespielt, ne? Oh Mann. Hier muss ich weiter, oder? Gleichen Schwierigkeitsgrad, Respekt. Ich hätte eins runtergeschaltet an deiner Stelle, wenn es dich damals so frustriert hat. Macht ja auch keinen Spaß, wenn es frustriert. Es soll ja nicht frustrieren. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier irgendwie im Kreis. Warte mal. Gott. Schluck trinken, danke Christian.
habe die eine Nachricht korrigiert. Welche Nachricht hast du korrigiert, Christian? Welche Nachricht hast du korrigiert? Auf Insta, oder was? Oh mein Gott, ist das ein Bosskampf? Soll ich da reinlaufen oder bin ich dann tot? Soll ich vorher irgendwo versuchen zu speichern? Oh, eine Glocke. Okay, es sind einfach nur Special Effects. Oh, Nachricht, mit den... Ich muss graben, du hast recht. Um Graben zu, leveln, muss ich natürlich graben. Gut, machen wir auch. Sieht irgendwie mehr wie eine Eisattacke aus. Warte mal, jetzt muss ich auch gleich mal gucken, wie Graben aussieht. Ja, ich töte sie erstmal. Ich gehe auch wieder schlafen. Gute Nacht euch allen und sieht sich die nächsten Tage. Alles klar, für euch. Schöne gute Nacht und schön auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Ich heile mich mal eben. Thank you.
Okay, machen wir Graben. Die Eis... Ach, du meinst das Symbol, ne? Du meinst das Symbol. Sieht aus wie so ein Eis. Braunes Eis. Ja, okay, das sieht auch aus wie eine Eisattacke. Die Entgiftung. Entgiftungsmana. 10 Erde und 11 Wasser. Aber das. Da bin ich noch lange nicht, Christian. Ich bin noch bei Level 1. Ich bin noch bei Level 1 mit Erde. Ich komme nicht hoch. Not bad, eh? Okay, ich dachte tatsächlich, das ist so eine Art Bosskampf, wo alle gleichzeitig kommen, aber es ist gar nicht so. Und ich muss mich gleich wieder heilen. Ich bin ja vergiftet. Das heißt, ich verliere jede Runde 4 HP oder so. Es geht aber, es ist gar nicht so viel. Ah, ihr habt's gesehen. Die Animation sieht halt wirklich aus wie so eine Eisattacke. Schön zu sehen, dass der Kran ja so ans Herz gewachsen ist. Tatsächlich schon direkt am Anfang sofort. Das ist echt ein richtig gutes Spiel, Toda. Obwohl es schon so alt ist und ich absolut keine Vergangenheit mit diesem Spiel habe. Manchmal ist es ja so, man mag dieses Spiel nur wegen Nostalgie, wenn man das damals gespielt hat. Aber hier ist es so, ich mag es, obwohl es schon so alt ist und ich mich kenne, mag ich es trotzdem. Ich gehe jetzt ausschlafen, alles klar, Minky. Morgen früh noch eine Geburtstagstorte fertig machen. Oh, wer hat denn Geburtstag, Minky? Und du machst die ganze Torte selber? Das Spiel kenne ich gar nicht. Ist das so ähnlich wie Pokémon? Namens Black and White Joker.
Das ist Grandia. Das kam vor 22 Jahren für die PlayStation 1 raus. Ich habe es damals aber auch nie gespielt. Es ist ein Rollenspiel, ähnlich wie Final Fantasy. Eher so wie Final Fantasy. Und das ist jetzt ein Remake, beziehungsweise was heißt Remake? Es ist einfach nur das Spiel in HD aufgelegt auf der Switch. Oh, Flame Burnham! Das ist ein richtig schönes Spiel. Easy. Gute Nacht, Linky. So. Oh, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Oh, wir haben meinen Schuh gefunden. Moment mal, das sind Sus Schuhe. Oh nein. Okay, wir haben ihre Schuhe gefunden. Wir suchen gerade nämlich unsere Partnerin. Ich gehe erst die andere Seite. Oh. Okay, ich gehe die andere Seite wieder. Erste Kiste. Die nehmen wir natürlich noch mit. Und danach heile ich mich. Auch wichtig. Ich hoffe, dass gleich noch ein Speicherpunkt oder so kommt. Bei den alten Spielen ist es so, wenn du Game Over gehst, dann ist das Spiel einfach zu Ende. Es gibt keine Checkpoints oder so. Der einzige Checkpoint ist das, wo du das letzte Mal gespeichert hast. Und alles danach ist halt verloren. In den heutigen Spielen hast du sowas gar nicht mehr. Da kriegst du ja immer Checkpoints oder du verlierst einfach nichts und startest einfach in der Stadt wieder oder sowas. Hier gibt es halt tatsächlich eine richtige Bestrafung. Dass ich so auch level. Aber Mana ist bei mir, Wasser ist bei mir Level 1 und Erde ist Level 5. Okay. 1 und 5. Ah, 2 und 5. Okay, es hat tatsächlich gelevelt. Also müssen wir beides auf ca. 10 hochmachen. Okay. Gehen wir einfach mal rein. So, wird aber trotzdem Zeit für den Checkpoint. Vergiss nicht das Graben. Oh, vergessen. Wobei, guck mal. Oh, ich habe Knister erlernt. Greife einen Gegner mit Eismessern an. Okay, aber wir graben. Ich habe gleich kein Mana mehr. Ich muss gleich irgendwo einen Heilspot finden. Beziehungsweise einen Safe-Spot vor allen Dingen. Weil wenn ich gleich sterbe, ist alles weg. Darauf habe ich auch keinen Bock. Ich gehe mal auf den. Vielleicht wäre es besser gewesen, ihn einfach zu töten. Thank you.
Impfstoff gefunden. Heilt Seuche eines Freundes. Oha. Impfstoff heilt Seuche eines Freundes. Jetzt ist die Frage, was eine Seuche ist. Dieser Pilz gibt auf jeden Fall eine Vergiftung an. Ob es da noch einen anderen Status gibt für Seuche, weiß ich nicht. Gott, wo muss ich denn lang? Hier, ne? Perfekt. Dann gehe ich erstmal hier hoch oder ich gehe runter. Lieber, ich muss jetzt auch schlafen. Alles klar, Pizza.
Moment geht gleich weiter. Okay, das Gegengift benutzen wir, das ist gut. Wir können nichts mehr tragen. Herzlich willkommen, Gamer Zero. Komm, wir benutzen jetzt auch das andere Gegengift. Thank you.
wieder das Kram vergessen. Ja, ich habe aber auch gar nicht mehr so viel Mana. Ich habe noch ein Mana. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich zum... Jetzt habe ich kein Mana mehr. Ich muss auf jeden Fall gleich zum Speicherpunkt. Aber der sollte jetzt gleich kommen. Beruhige dich, Puffy. Okay, irgendwas scheint zugestoßen zu sein. Warte, Justin, so kommen wir nicht weiter. Puffy soll uns zu ihr führen. Okay, jetzt müssen wir uns aber trotzdem in Acht geben, weil ich kein Mana mehr habe. Aber meistens ist ja ein Speicherpunkt in der Nähe, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Neben dem großen Kessel. Oh, ihre Tasche. Okay, genau, das ist ihre Tasche. Hoffen wir mal nicht, dass sie da drin ist. Thank you.
Lass uns nicht überspritzen. Wer ist das? Hey, you! Is this pot yours? What happened to what was inside? Are you hungry? I'm afraid I ate it all. There's nothing left. Fina! That does it. Hey, come on and fight. I'll take you on. I'll make you into stew. Ha! You and I in a duel. Well, how about that? I'll be glad to take you on. I am Gadwin, Knight of Dight. Ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Was ist, wenn ich sterbe? Okay, ich bin voll geheilt. Burnout! Ich krieg's nicht auf Level 12, Christian. Ich versuch's ja immer. Und Petzer, ich wünsche dir eine gute Nacht, falls du noch da sein solltest. Macht Magie Level 2 eigentlich immer automatisch mehr Schaden als Level 1? Bei Level 2 macht ja auf jeden Fall Flächenschaden. Oder ist das alleine einfach, warum es Level 2 ist? Come, power of the universe! Ha! Dragon King Slice! Ja, er hat mich getötet, aber okay, das war geskriptet, ich musste sterben. Dann ist ja alles gut. Justin, okay, Sue lebt wieder. Oder noch.
Top. Und guten Abend, Good Guy. Dr. Alma, ich habe eine Klinik im Dorf. Ihr kommt dahin, wenn ihr weiter der Straße folgt. Dem Landschwert straft sein alter Lügen. Es war ein langer und guter Kampf. Es war gar kein langer Kampf, er hat mich mit einem Schlag getötet. Bedankt. Okay, wir dürfen uns jetzt ausruhen und das heißt wahrscheinlich auch, dass wir gleich speichern dürfen. So, er hat zugeholfen, also er ist gar kein Bösewicht. Über diesen Ort. Es ist ein guter Ort. Die Mauer ist also nur da, um das Böse fernzuhalten. Das Böse war auf der anderen Seite und nicht auf dieser. Warum ist überhaupt die Mauer da? Obwohl, das wurde schon ein bisschen so angerissen, ne, in der Story. Um sich zu verteidigen. Nicht als offizielles Versprechen. Ein Mann soll niemals Versprechen auf sich halten kann.
Wenn Graben auf 8 ist, bekomme ich Graben 2. Auf Stufe 2, meinst du? Oh, und das ist unser vierter. Das ist jetzt ein Begleiter. Hä? Ich dachte, der andere wird unser Begleiter. Ich dachte, der andere ist unser Begleiter. Krass. Ich dachte, der andere ist unser Begleiter. Und herzlich willkommen, Vampirella. Okay, wir können jetzt einfach Steine wegknattern. Aber ganz ehrlich, das ist hier viel bedrohlicher als auf der anderen Seite der Welt. Auf der anderen Seite der Mauer. Wir kämpfen mal ganz normal. Das heißt Graben 2. Ich grab ein bisschen weiter. Aber ich würde sagen, wir machen dann eh gleich auf Schluss. Ich hatte anstrengenden Tag und gestern war auch mega anstrengend. Oha, auf alle Gegner. Der hat ja richtig krasse Sachen. Power of the universe. Ha! Dragon King Slice. Der andere wird noch dein Partner. Okay. Ah, das heißt, dass der Typ dann irgendwann auch wieder geht jetzt bald, ne? Kann man hier lang? Nee, kann man nicht. Von hier sind wir gekommen. Diese Orientierung hier zu behalten, finde ich persönlich mega schwierig. Wobei, hier geht's doch nirgendwo lang. Und dann jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Hier gibt es auch so Zwischenfelsenwege. Ah, und das hier, klar. Kraftsamen. Siehst auch echt fertig aus. Ja, das bin ich auch. Das bin ich auch, Vampirella.
You're no match for me. Die Orientierung verliert man schnell in diesem Spiel. Gerade wenn man irgendwie in den Kampf geht und dann wieder rauskommt und die Kamera ist ganz anders. Du bist eben noch nach oben gelaufen und jetzt auf einmal musst du irgendwie in eine ganz andere Richtung laufen. Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Schon sehr viele Mana-Eier verpasst. Aber ich habe gehört, es gibt einen Ort, wo man unendlich Mana-Eier farmen kann. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn man ein Mana-Ei verpasst. Gerade gemacht, Christian. Ich denke, ich werde jetzt zurückgehen und speichern. An irgendeiner Stelle gibt es ein Monster, was Mana einbringt. Aber ich weiß es auch noch nicht, wo das sein soll. Komm, try it! Match for me. Diamanten sind halt ganz tief in der Erde, die durch Druck erzeugt werden. What a cinch! Feuer, ich weiß nicht. Mustafa, gute Nacht. Ich werde auch gleich ausmachen. Bin auch mega müde. Ich glaube, man merkt das noch mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht krank werde. Schlaf gut, Mustafa.
schwarzen Mana, ey. Oder? Ja! Wer hat jetzt das Mana-Ei? Sue hat das Mana-Ei. Ich bin der Meinung, wir sollten das Ei Justin geben. Weil ich echt nicht weiß, wer hier wie lange wann noch da ist. So, und jetzt gehen wir erstmal zurück und speichern. Und dann spielen wir morgen weiter. Mach aus, Leute. Dann wünsche ich euch auch eine gute Nacht. Wir sehen uns vermutlich morgen. Mal gucken. Und mal gucken, was ich dann spiele. Liebe geht raus an alle, die zugeschaut haben, die gelurkt haben und für die ganzen Spenden vorhin natürlich. Und auch das Dead by Daylight war mega gut. Auch wenn wir da irgendwie ziemlich gestruggelt haben wegen den Missionen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, gute Besserung an alle, die krank oder erkältet sind. Und für die, die ich nicht mehr sehe, ein schönes Wochenende. Ansonsten bis die Tage. Ciao, meine Lieben.